Auf in die Kita, schnell, dann können wir frühstücken. Lecker Botox. Botox. Sondern man kann einfach drücken und die gehen von selbst nach hinten. Nee, der ist nur zum Bewegen. Immer her. Liebe Medizinbilder. Also. Wieder mal. Keller noch. Ja. Erstmal den Müll beiseite räumt, der draußen immer so vom Keller liegt. Jetzt mal auf. Mein Name ist Günther. Ich komme aus Treptow. Einmal Antrieb für den Günther. Antrieb neu. Was ist das, der B1? Ist das der? Holt er morgen ab. Na, schauen wir mal. Frühstückszeit. Frühstückszeit, schönste Zeit. Moin. Ja. Ich werde das Rad mal doch nochmal mitnehmen. Kein Problem, habe ich mir gedacht. Ich hab das jetzt noch nicht. Nee, da ist ja kein Problem. Das ist das ja, ich krieg erst Monatsende meine Kohle. Ja, ja, ganz in Ruhe. Nee, das ist ein bisschen viel für mich, mit dem mal hinzulegen. Kein Problem. Ich weiß nämlich nicht, wie ich das schaffen soll. In Berlin ist das, ja. Ich bin da angeschlossen. Ja. Ich weiß nicht, wie die das abkriegen. Die kriegen alles kaputt. Nee, nicht kaputt, die haben das aufgeschlossen irgendwie. Ja, Schloss war aufweg oder was? Nee, das hat er wieder hingehangen. Ist ja nett, ganz nett. Das Schloss hier. Da muss der das hier irgendwo mit... Ne, ist ja auch ein Scheißschlüssel. Ja. Das muss der hier irgendwie aufgekriegt haben. Hätten mir gedacht. Hätten mir gedacht. Und alle keine Kohle. Und dann werden den Leuten werden auch noch die Räder geklaut, ja? Günther aus Treptow. Das ist halt assi. Also Fahrrad klauen ist sowieso assi. Und mit dem Rad geklaut, mit auf dem Flohmarkt. Wenn er ein Fahrrad braucht, kauft sich ein neues Rad für einen Fuffi. Ist wahrscheinlich auch geklaut. Und das ist kaputt auch noch. Und dann muss auch noch Geld drin stecken, damit er überhaupt fahren kann. Das ist scheiße. Da muss was passieren, ey. Aber was soll da passieren? Da kann man den Günther streichen wieder. Da ist ja klar gewesen, dass das direkt schon muss. Der hat schon so geguckt, so Fragen, warum soll ich das jetzt machen? Storniert. Vielleicht kommt da. Vielleicht kommt da am Monatsende noch mal, aber hat er auch keinen Geld. Das ist halt Schwachsinn. Wie soll man denn so eine Fahrradreparatur von... Hilfe. Von Arbeitslosengeld bezahlen. Hast du doch keine Chance. So was könnte man aufziehen. Könnte man dann nebenbei noch machen. Ist das so was für die Arbeitslosen, für die deutschen Arbeitslosen? Räder umsonst reparieren. So was wie er zum Beispiel. Aber wer soll das finanzieren? Irgendjemand muss das finanzieren. Ich kann das ja machen, ich kann die Arbeit machen. Damit hätte ich kein Problem, aber muss doch irgendwie finanziert werden. Ich muss ja auch Geld verdienen in der Zeit.
Moin. Was ist denn los? Einmal Platten. Ach Mensch, ist ja langweilig. So, zwei Platten hintereinander. Woran das wohl liegt? An den Straßen Berlins eventuell? Achso. Guck mal, wo ich ganz schnell bin. Was will er? Könnten wir vielleicht mal eine Vorderbremse, so ein... Ach, ist das furchtbar. ...hintere so ein nachjustieren, so ein Müh. Mann, 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 der hat Wünsche. Du bist ein Bourgeois. Bourgeois, Bourgeois. Auf dem Kinderrad hier war das Hinterradplatz zweimal hintereinander. Die waren unterwegs, haben es unterwegs mal flicken lassen und dann war gleich wieder platt. Das kann passieren, liebe Leute. Das ist nichts Besonderes. Das kann durchaus mal sein. In Berlin, der Stadt voller Glasscheiben auf dem Boden, ist das nicht verwunderlich. Wir schauen es uns trotzdem mal an. Also nicht jeder Fahrradladen ist schlecht, bloß weil zweimal hintereinander der Reifen platt geht oder so. Aber man steht natürlich immer schon so ein bisschen dumm da, wenn das auf einmal passiert. Und hast du den Kunden Geld abgenommen, kommt der irgendwie nach 300 Metern wieder. Da kriegen wir den nächsten Kunden. Schauen wir mal, was da los ist. Ich weiß nicht, hi. Moin. Soll ich das komplett wechseln, meinst du? Ich dachte, ich brauche jetzt einfach wieder so eins wieder auf der Seite. Ja, ich würde es komplett wechseln, das war auch schon. Okay. Habt ihr so Tapes für die Lenker? Ja. Ja? Okay, cool. Ich würde mal gucken, was ihr da für Farben habt. Oh. Ich nehme zwei schwarze. Dann 500er. Ja. Ja, aber 500er, den musst, Euro, den musst du leider abgeben. Mein letztes Geld. Gut investiert. Dominik hatte 2 Euro. Haben wir den auch. So, gut. Jetzt mal. Oh, Herrgott, da habe ich keinen Schluck auf. Jetzt mache ich den platten Reifen. Pucki Skyrider. Hinterrad platt. Mit 7 Gang. Namensschaltung. Ich baue aus. Zehner, Achsmutter weg, lose machen, Zehner Steck, Zehner Maul, Bremsanker, Schraube entfernen, Fünfzehner, der Seite die Achsmutter lösen. Jetzt nehme ich den 15er und stecke den hier. Stecke den hier durch. Dann kann ich das Rad einhängen. Jetzt kann ich nämlich bequem die Schaltung aushängen. Kette aushängen erstmal. Dann die Schaltung aushängen. Die Schaltung hänge ich wie folgt aus. Ich schalte in den, was ist denn der erste Gang, glaube ich. Müsste das sein? Genau, ich schalte in den ersten Gang. Ist aber nicht die Reihenfolge, ist das der erste oder der siebte? Kann ich mir nie merken, voller Liasteniker bei sowas. Dann ziehe ich hier am Zug einfach. Ich baue hier nichts ab, hier bewege ich nichts dran. Ja. Ziehe hier einfach am Zug, ziehe den so raus. Und hänge aus. Habt ihr gesehen? Ging zu schnell? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hattet ihr gesehen überhaupt? Ich hab das ja auch nicht gesehen, oder? So, ich wiederhole den Vorgang nochmal. Einhängen. Kann man auch gleich machen. So. Einhängen. Aushängen. Ich hänge aus.
Mal hier aus der Nähe. So. Also aushängen. Wir ziehen den Zug nach oben. Rollen das Ganze einmal rum. So. Da raus. Und hier raus. Ganz simpel. Ja, das war's. Jetzt kann ich hier den entfernen und nehme den einfach raus. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für ein Schlauch drin steckt. Neuer, ein alter. Das haben wir. Schlauch haben wir. Also der Schlauch ist neu, der Schlauch ist billig. Ein D-Stone-Schlauch. Mit denen habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil die eine zu hohe Ausfallquote haben. Jetzt gucken wir aber mal im Mantel, ob da mal drin steckt, steckt noch was drin. Hier. Leih hier oben, hier. Also nicht gefaked oder irgendwas, ja. Irgendwie nichts drin steckt oder so. Da. Das Glas muss ich natürlich rausnehmen. Wenn ich das Glas nicht rausnehme, dann ist das halt immer wieder drin. Kann man das überhaupt sehen bei dem Ringlicht hier? Das sieht man schon, wa? Ah, Glas. Halt mal so raus. Bei so einem Mantel, der schon so angegriffen ist, ja klar, der durchsticht. Durchstichtet dann natürlich wieder. Und ich gehe mal stark davon aus, jetzt sind wir immer rum, es ist der einzige Einstich hier. Ich gehe mal stark davon aus, dass das die Ursache war. Und der wird an der Stelle auch punktiert sein. Papiermüll ohne Ende. ...24-Zoll Schlauch mit einem normalen Ventil. Wir schrauben das Ventil raus und diese Fixiermutti, den Fixierring. Dann haben wir hier das Laufrad. Das wir einmal vom Dreck befreien, bitte. Wenn wir es schon mal hier haben. Machen wir das einmal sauber. Schon trinke ich genug immer die Kinderräder. Bitte die Laufrichtung beachten. So dreht sich es nach vorne. Der Reifen, so dreht er sich nach vorne. Stelle ich den Reifen auf die Erde und den Reifen ziehe ich eine Seite auf die Felge. Nur eine Seite. Nur die eine Seite steckt quasi in der Felge jetzt. Ja. Dann nehme ich meinen Schlauch. Ventilloch nach oben. Da ist es. Von dieser Seite. Rein. Rein. Und flach. Hinlegen. Flach. Dann den Reifen drüber ziehen. Und den Schlauch in den Reifen. Einmal ringsrum. Und wenn ich wieder oben angekommen bin, am Ventil, stecke ich das Ventil ein bisschen rein und verschließe. Ohne Werkzeug. Jetzt Ventil raus. Jetzt können wir das normale Ventil reinschrauben. Das ist der Fixierring. Dann das Ventil, das ist innen, das ist außen. Gewinde nach außen. Ich sage das, weil viele wissen das nicht. Überwurfmutter, die hält das Ventil fest. Drüber und festschrauben. Und die Kappe brauchen wir jetzt noch nicht ganz zum Schluss. Staubkappe. Jetzt kommt die nächste Kundschaft. Hallo.
Hallo. Ja, bitte. Hi, hi. Na? Was brauchst du? Ein Fahrrad. Wie ein Fahrrad? Große. Wozu? Was? Für den 21. Juni. Wieso? Für meinen Geburtstag. Was da los? Zum Mieten. Vermietest du das? Ich hänge ein. Ja? Mach ein Video. Mach gerade ein Tutorial. Ein Tutorial. Ein Tutorial? Ja, richtig so. Ja, man muss den Leuten zeigen, wie das funktioniert. Weiter geht's. Und am Ende braucht man wieder dreimal so lang. Eigentlich hat man ja nichts gemacht. Also. Ich hänge den Schlüssel hier drin, hänge das Rad hier wieder so rein. Weil das einfach eine geile Position ist, um den Zug wieder einzuhängen. Dann nehme ich den Zug, lege den hier so rein, da so, drehe das hier rum, drehe weiter, spanne und lass los. Drin ist der Zug. Perfekt. Zack. 15er Halteschlüssel raus. Und Laufrad. Zack. Und schwupps, schon ist das Rad wieder drin. Im Rahmen. Jetzt spanne ich die Kette, indem ich das hier nach hinten ziehe, gleichzeitig festschraube. Das kann ich, wenn ich hier drüben festhalte, dass es nicht nach vorne rutscht und hier mit der Brust so hin drücke, dann spannt sich die Kette. Bremsankermutter wieder fest. Nochmal die 15er Achsmuttern kontrollieren. Jetzt wird aufgepumpt. Knapp 3 Bar. Dann hier nochmal festschrauben, Sicherungsring festschrauben. Jetzt den kleinen Deckel hier drauf. Fertig ist es. Bremse einhängen. Wird gleich nochmal die Kette gefettet. Das mache ich einfach mal mit. Die ist nämlich sehr trocken. Und fertig ist es. Skyrider von Pucki. Ja. Haben wir fertig. Die Ursache haben wir auch rausgefunden. Der Lastsplitter war halt noch drin. Den muss man natürlich rausnehmen. Deswegen ist es immer wichtig, liebe Leute, kontrolliert die Mäntel, bevor ihr einen neuen Schlauch einbaut. Ja. Und die Felgenbänder und die Felge, ob scharfkantige Stellen da sind oder so, das muss man alles kontrollieren. Ansonsten macht man die Arbeit zweimal, das wäre ärgerlich. Das war's erstmal. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten, hoffentlich. Peugeot Rostrad Aufbau. Der Peugeot Rostrad Aufbau. Laufräder sind da. So,
Vorderrad? Vorderrad. Hinterrad? Fisch auch ganz. Vorderrad. Und ihn zur Reserve, falls noch mal einer kommt. Entschuldigung. Was ist denn das? Sechsfach Zahnkranz? Ist es doch ja nicht. Fünffach Zahnkranz. Scheiß Packung. Verpackung. Überall so viel Verpackung, ey. Eieiei. Und nochmal eine Verpackung. Schwer verdauliche Verpackung sogar. Kann man nicht so leicht umwelttechnisch verantworten. Fünffach. Fett. Plötzlich. Einmal einschmieren. Fett. Schraubkranzgewinde. Einmal einschmieren. Und draufschrauben. Schraubkranz. Das war's. Montage beendet. Noch ein Schutz aus Plastik. Nochmal Plastik. Jetzt Felgenband. Felgenband. Der Hippe Reifen. Einmal der Hippe Reifen. Schön straff, du, bei der Schneider. Die Felge ist sehr, sehr straff. Solche. Auch die sind natürlich fantastisch eingepackt. Jeder einzeln. Kann so ruhig lose verkaufen, ey. Ich verstehe es nicht. Einmal. Und noch eine Bedienungsanleitung dabei. Ups. Wunderbar. Was hier so geht. Perfekt, fertig. Hinterrad fertig, jetzt mein Vorderrad fertig. Ja, Plastik. Zweite Mal schon freiwillig abgefallen. Der gut eingepackte Schlauch wird ausgepackt. Werbung von der Decke wird entfernt. Und es wird angerichtet. Schlauch kommt drin. Ein bisschen reinstecken, verschließen.
und am Ende sich quälen. Sicherungsring. Ruf. Wir schreiten zum Einbau. Hellerrad. So, der Einbau. Hinterrad ist drin. So, die Bremse vorne haben wir gut eingestellt bekommen. Hinten die, naja, das ist. Mal schauen, ob ich die noch ein bisschen, auch ein bisschen gestellt bekomme. Ohne Bremse kann ich sie ja nicht fahren lassen, weil das ist ja ohne. Sie arbeiten stets professionell, konzentriert und mit äußerster Sorgfalt. Er ist der Kellerschrauber. Ja, bitte! Ja, wa? Ich find's auch geil. Immer alles neu. Alle neu. Komm, kommt das letzte total. Oh, in den Rahmen so drin gebogen. Tommy hat sein Lustchen heute. Uff, ey. Toi, toi, toi. Läuft der ja, ey. Ja, jetzt spielt hier ein Rollauftrag, ist weg. Jetzt haben wir hier, jetzt spielt schon ein Rollauftrag, haben wir hier, gerade am Wickel. Bremst. Vorne. Bremst. Können wir so lassen, ist fertig. Fotografiker. Nicht Kamera eher, sondern Kamera. Film. Selbstreparatur. Wisst ihr, jetzt weißt du, hier Video. Kannst du dir angucken, dann, was macht der Kollege da?
Ja, bei YouTube. Bei YouTube kannst du gucken, ne? Hey, Junge. Ein Tutorial. Also, wo ist das? Ey. Ja, und jetzt Nein, nicht kompliziert. Ja, für mich, ja. Das erste Mal, ich habe ein Fahrrad. Seit Seit 60 Jahren. Seit 60 Jahren. Nicht schlecht. Keine Fahrrad als Bambino? Ja, ne. Mir kostet zu teuer, ich habe kein Geld, aber ich bin nicht klein. Ja, kein Auto, kein Fahrrad, keine Moto, ne? Zu Fuß immer, Pferde. Pferde? Ja. Oh, gut. Pferde sind gut. Na ja, das wäre auch mal hier. Mein Tische. Und jetzt ist Fahrrad so billig geworden, ne? Ja, überall. Zack, zack, Fahrrad. Kaputt, überall. Ja. Und ich suche nicht die kaputte E-Mail. Und suche nicht zu reparieren. Ich habe eigentlich überlegt, wenn alle Kinder raus sind, dass man ein schönes Geschenk noch mal macht. Wenn man lange dort. Dann 10 Jahre. Ich rufe mal in die Kita ab. Für 5 Millionen. Um. 10 Jahre waren wir dann da jeden Tag, weißt du? Schlimmste Spruch, den ich bis jetzt nur was ich am schlimmsten finde an der Kita, ist der Spruch von. Von Badeklömer, hast du mir erzählt, wer trägt denn sowas in Neukölln? Ach, mit den Klamotten. Mit den Klamotten. Das fand ich mit am schlimmsten, ja, nicht diese andere. Bratwurstgrill hinterm Pfeiler versteckt oder so. Das ist alles auch schlimm, aber das fand ich mit am bedeutendsten. So. Warum kann man dem denn den Raum nicht einräumen, oder den Raum geben, dass man, dass es da auch Leute gibt, die vielleicht ein bisschen mehr auf ihr Kind achten? Ja, letztens habe ich bei dieser blöden Hartz-IV-Sendung da gesehen, hat die Mutter gesagt, so in der Decke eingehüllt, lag wieder so, auf dem Sofa. Naja, also die Leute, die alleinstehen, die Hartz-IV tun mir schon leid. Besser ist, man hat noch Kinder, da kommt man besser zurecht. Ach, na, die war ja nett, die hat ja gewartet hier vom Laden. Da habe ich ja geschrieben, bin beim Bäcker. Da darf natürlich dann auch jeder mal vorbeikommen und sagen, ich mein Rad würde ich gerne abholen. Klar, mach mal. Ah. Ist das ein Gump, ey. Hab ich Rohr mal aufgemacht hier. So viel Wasser raus. Geschenkt bekommen jetzt hier. Gerade. Ich stand wohl ewig auf dem Hof. Dann muss ich das mal überprüfen lassen, das Rad. Kann ich natürlich jetzt nicht einfach so aufbauen und das Rad. Jetzt sollte man erstmal polizeilich überprüfen lassen.
schreibe ich mir jetzt erstmal die Nummer auf. Alle Daten, die wichtig für wichtig erachte. Was sagt dazu mir die Pumpe? Naja, habt ihr ja gehört. An der Pumpe sind die falschen, ist das falsche Ventil drin. Sagt zu ihm, ist nur ein neuer Gummi drin. Aber so sehen die halt aus, wenn die ausgelutscht sind. Was? Kann ja gar nicht sein. Ist ja ein Ding. Ja, so sehen sie halt aus, sie lutscht aus. Ich zeige euch gleich mal neun im Vergleich. Herkules Aufbau, mache ich weiter. Ich mache einfach den Herkules Aufbau. Bis hierhin sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Ist auch schön leicht und alles. Jetzt benötigen wir nur noch eine Bremse für hinten und eine Bremse für vorne. Als Bremse für hinten, weil das ist ja hier Freilauf, habe ich ja reingebaut. Single Speed, Freilauf. Kommt ja nur eine Bremse in Frage, die hier oben für befestigt wird. Ja, also sprich so eine Seitenzugbremse. Dass das kein grandioses System ist, ist alles klar, wissen wir. Aber laut STVZO gehören zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen an ein Fahrrad. Also beugt diese an. Dann muss ich diese nehmen hier. Ich habe hier eine wunderschöne. Das ist so richtig geil. BMX-Bremse. Da wird der Thorsten wieder ausflippen, dass ich die verbaue. Aber warum denn nicht? Schlag ja auch auf den Preisruf. So ist ja nicht. In ein paar Jahren werde ich mal selber an den Arsch beißen, dass ich die verbaut habe. Derjenige, der kauft, der wird dich gar nicht interessieren, ob das so eine Bremse ist oder nicht. Und der Schweine teuer, die Dinger. Wie auch immer, hier muss ich eine kürzere Welle reinschrauben wieder. Und die haben wir ja Gott sei Dank da von gestern noch. Wir erinnern uns. Da kommt wer. Ja, bitte? Was für ein Rad war denn? Da vorne, ach. Der Luxusaufbau. Der irgendwann mal Luxusaufbau. Richtig. Die heiße Maschine. Dreimal. Hast du da kein Problem? Ja, das steht ja. Ich hatte es sonst auch selbst angepackt und in den Keller gestellt. Nein, ich mach den schon. Das ist kein Problem, das ist für manche zu steil. Genau, dann habe ich zusätzlich noch hohe Schuhe an, die ich sonst nicht dran. Auch noch? Ja. Wird ja mal schlimmer mit dir. Ja, das passt gar nicht. Mann. So, haben wir. Bremshebel haben wir. Fertig. Okay, nochmal eine Dreiviertelstunde, wenn die steckt. Griffe ruf. Fertig.
Zack, erstmal lösen und dann auf der anderen Seite gegenhalten. Die Knallung. Spastische Zuckungen. So, dann machst du das erstmal fester, als es sein soll. Weil du jetzt hast ja wieder sozusagen die Schwarze ein bisschen gelockert. Aber dein Lager in drin ist hin. Du merkst eine Kugel, die merkst du richtig. Dreh mal. Also, heißt es auseinandernehmen, richtig auseinandernehmen, Achse ausbauen, alle Kugeln sauber machen, kaputte die Kugel ersetzen, neue Fettpackung rein, wieder zusammenbauen. Boah, echt? Deswegen ist das Spiel entstanden ja auch. Das Spiel kommt so. Ja nicht von einfach so, das boah, kommt bei irgendeine Kugel, Scheiße ist da drin. Kettenschutz. Kommt zum Einsatz. Hätte ich ja nicht gedacht, bestellt vor 3 Wochen. Heute kam sie an, die gute Frau. Fertig. Ja, mit diesem Kettenschutz hier verabschiede ich mich auch für heute von euch. Ich hoffe, es hat euch auch heute gefallen. Heute mache ich wieder eine Abmoderation. Gestern ging es nicht. Gestern war auf einmal plupp, Karte voll. Da habe ich einfach zu viel laufen lassen. Heute habe ich auch sehr viel laufen lassen. Nebenbei ist es gar nicht so viel passiert. Ich glaube, ich habe 2, 3 Aufträge jetzt hier gehabt. Irgendwie den Platterreifen, immer Kettenschutz und das andere habe ich schon total verdrängt. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen schaue ich mir eine Wohnung an, vormittags, also frühst vorm Laden. Wir werden ein bisschen später aufmachen vermutlich denn. Und dann sehen wir uns halt später hier im Laden. Also bis dann. Ciao, macht's gut.